Ich habe ja meinen Augen und Ohren nicht getraut, was da aus Berlin zu mir gekommen ist. Ein leibernes Lager. Welche Brauerei sowas braut, das verrate ich euch in 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und genauso gespannt seid wie ich auf ein Bier aus Berlin, das eigentlich hier nach Wien gehört, denn es ist das Leibernde Lager von der Brewdog Brauerei. Man kann es fast gar nicht lesen, die Dose glänzt so, aber wenn ich euch jetzt hier zeige, dass es das Pilot Bier Nummer 32 ist, dann wisst ihr vielleicht, aus welcher Serie das stammt. Die Brewdog Brauerei in Berlin macht so immer wieder Versuchsbiere und wenn sich dann mal eins wirklich durchsetzt, dann wird es in die regelmäßige Produktion übernommen und mit dem 32er Bier, glaube ich, hat man eine gute Chance. Dann. Ich glaube, das ist ein sehr gefälliges Bier und der Wiener Lager Bierstil, das ist natürlich ein Wiener Lager, der ist durchaus auch für preußische Kehlen durchaus geeignet. Ich ja hier quasi jetzt derjenige, der hier einen Sprachkurs machen muss. Und leibernd, für denjenigen, der es nicht weiß, ist im Wienerischen so ein Ausdruck für super, gut. Also wenn ich auf einem leibernden Konzert war, dann war das ein richtig schönes Konzert. Oder ich habe einen leibernden Typ, das ist einfach ein super Typ, der richtig nett zu mir gewesen ist. Also das vielleicht so als Erklärung und man spricht es halt eben nicht so wie Leinwand aus, sondern eben mit so einem eher etwas breiteren L. Kommt, glaube ich, aus Meidling, oder? Das Meidlinger L, leibernd. Und hoffe, das kriege ich einigermaßen hin. Reden wir über die technischen Daten. 5,2 Volumenprozent Alkohol sind aufgerufen. Das Wiener Lager, ja ein Bierstil, und der ist ja wirklich mit Wien verbunden, zumindest mit der Brauerei Schwechat. Anton Dreher hat 1841 da das erste obergärige Lagerbier gebraut, das Wiener Lager. Und war natürlich nicht das erste obergärige Bier, aber das untergärige Bier, was überhaupt gebraut worden ist. Aber er hat es gezielt gebraut mit Temperatursteuerung und da war er dann tatsächlich der Pionier bei der ganzen Geschichte. Chinook und Spalter sind hier die Hopfensorten und Münchner Malz, Pilsner Malz und natürlich Wiener Malz sind hier reingekommen. Und eine Hommage an einen großen Brauer der Bierbraugeschichte, die kommt jetzt aus Berlin. Ja, muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen, was die Schotten alles so machen. Auch wenn die Schotten jetzt in dem Fall in Berlin zu Hause sind. So, und das ist natürlich mal hier Hallihallo. Eine richtig schöne kastanienbraune Farbe. Ungetrübt würde ich mal sagen, auch wenn das sehr, sehr dunkel da unten ist. Ein schöner, feiner, cremeweißer bis leicht beiger, kräftiger Schaum oben drauf. Das sind locker mal 2,5 Finger hier. Und der haftet auch schön am Glas. Also das gefällt mir schon mal gut. Jetzt bin ich auf die Nase gespannt. Ihr werdet jetzt gar nicht überrascht sein, wenn ich euch sage, schön malzig, karamellig, hat auch so ein bisschen was ganz leicht Fruchtiges, ein bisschen Beeren dabei, aber malzige und karamellige Noten stehen da dann doch weit nach vorne. Ja, in diesem Sinne, sehr zum Wohl, cheers! Boah. Also, bin ja in der glücklichen Lage, hier das Original quasi aus der Schwechater Brauerei vor der Tür zu haben. Das ist schon mal eine ordentliche Nummer, malziger. Viel Karamell. Leicht toastige Noten. Eine dezentere Süße. Schöne kräftige Würze und eine eher milde Bittere. Und leicht nussig. Insgesamt super balanciert. Und tatsächlich, ob dieser Komplexität, trotz alledem, ist noch ein schön knackiges Bier. Mittlerer Körper, mittlere Kohlensäure, feine, minimal cremige Textur. Aber man sieht es hier, das hat wirklich eine schöne Gardine hier, auch jetzt noch am Glas. Im Nachdruck, so malzig, karamellig. Es wird tendenziell ein bisschen süßer. Vorhin war noch so ein bisschen so leichte Anflüge von Röstnoten da, das ist jetzt alles weg. Und geht hinten ein bisschen Nachdruck rein. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist für mich, für ein Wiener Lager, eine Tendenz zu dunkel, auch ein bisschen zu malzintensiv. Aber ich meine, das kann man alles machen.
Und es ist definitiv ein super, super Bier, also leibernes Lager. Und deshalb muss ich ganz ehrlich sagen, gibt es für das leibernde Lager von BrewDog das Pilot Bier Nummer 32 von Probier TV, gibt es dafür wohlverdiente 4 von 5 möglichen Punkten für das leibernde Lager, das Wiener Lager aus dem Hause BrewDog. Und wenn ihr dieses Bier kennt und mit mir anderer Meinung seid, dann könnt ihr mir das gerne hier unter das Video schreiben oder auch welches Pilotbier euch von der BrewDog Brauerei im Augenblick am besten schmeckt. Dann werde ich mal versuchen, dass wir das hier schleunigst auf den Kanal bringen. Ich freue mich drauf und vor allen Dingen freue ich mich, wenn ihr noch ein Abo vom Kanal hinterlasst. Dann sehen wir uns nämlich morgen wieder beim nächsten Bier. Was das für eins sein wird, wir klären das morgen. Bis dahin sage ich Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.